und willkommen auf der Ocean Majesty. Ich möchte euch unsere Kabine E2 zeigen. Das ist Kategorie 10. Die Kabine befindet sich vorne im Bug und ja, genau so sieht sie aus. So, jetzt kommen wir rein in die Kabine. Und zwar, wie ich schon sagte, befindet die sich ganz vorne im Bug. Ich stelle mich jetzt mal in die Ecke, dass wir mal einen Gesamteindruck von der Kabine gewinnen. So, jetzt gehen wir ein bisschen runter, sehen wir aufs Bett. Ja, schöne Handtuch, Tiere haben wir schon bekommen. Zwei Bademantel, Kissen. Hier vorne steht Wasser, dort liegen die Zimmerschlüssel, also hier gibt es noch Schlüssel, keine Bordkarten. Eine Steckdose, Lichtschalter, dann könnt ihr hier einen Tisch ausziehen. Und habt noch 4 Schubladen, um eure Sachen zu verstauen. Hier ist also allerhand Platz, um eure Sachen unterzubringen. Auf der anderen Seite findet ihr das Telefon, weitere Steckdosen und auch ein Radio. Rechts der Lautstärkeregler, links könnt ihr einen Kanal auswählen. Hier gab es frisches Obst und eine persönliche Begrüßung. Sehr, sehr nett. Herzlich willkommen, Herr Webner. Ja, vielen Dank. Pralinen für den Bauch. Ich bin ja noch nicht dick genug. Ja, wenn ihr einen Föhn braucht, findet ihr den in der ersten Schublade. Könnt ihr mit ins Bad nehmen. Da gehen wir gleich hin. Und die Minibar ist hier auch noch. Muss mal gucken, ob die offen ist. Jawohl, die ist offen. Ja, trinken, paar Snacks, alles da, was man braucht. Dann habt ihr hier 2 Stühle. Und da steht noch eine Flasche Sekt, glaube ich. Ja, und hier kann man rausschauen auf den Bug. Das finde ich total geil. Ich mag sowas. Ja, wie gesagt, 2 Sitzgelegenheiten. Und jetzt gehen wir mal in die andere Ecke, dass ihr die Kabine von der anderen Seite auch nochmal seht. Da oben hängt noch ein Fernseher. Dann habt ihr hier einen Kleiderschrank. Den machen wir auch mal auf. Über dem Kleiderschrank hier oben sind die Rettungswesten. Ja, im Kleiderschrank habt ihr super viel Platz, um Sachen aufzuhängen und wenig zum Hinlegen. Hier ist der Safe und dann auch nochmal 4 Schubladen. Da ist ein Wäschebeutel drin, falls ihr Wäsche waschen wollt. Ja, auf jeden Fall sind da auch noch Kissen und Decken, die ihr mit rausnehmen könnt am Deck, wenn es euch zu kalt ist. So, jetzt gehen wir mal ins Bad. So, Toilette ist da. Da oben sind Handtücher, Waschbecken und eine Dusche mit Duschvorhang. Ja, das ist alles nicht so modern. Das Schiff ist 65 gebaut und 96 umgebaut worden zu einem Kreuzfahrtschiff. Und demnach ist das alles ein bisschen älter, aber sieht sehr sauber und ordentlich aus. Ich war vor 3 Jahren schon mal hier. Da hat sich nichts ins Negative verschlechtert. Ja, wie gesagt, das ist die Kabine der Ocean Majesty. Wir sind jetzt gerade 5 Minuten an Bord. Und ja, die Kabine kann man ja immer schon mal zeigen. Und den Rest unserer Islandreise, den seht ihr jetzt die nächsten 14 Tage. Beziehungsweise, je nachdem, wie wir mit dem Schneiden und dem Hochladen vorwärts kommen, auch vielleicht erst danach. Ich sage danke und wünsche mir eine tolle Reise und euch später tolle Bilder. Macht's gut, danke, ciao.